Hi, zu dir spricht Sergej Linz. Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, warum sprechen mich die Männer nicht an? Ich gehe durch die Straßen und die Männer schauen mich nicht mal an. Ich kann ausgehen, die Männer sprechen mich nicht an. Erst letztens habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die wirklich sehr attraktiv ist, die mir sagt, dass ihre Freundinnen, die nicht so attraktiv sind wie sie, weitaus öfter angesprochen werden als sie. Und vor allem, wenn dann die Fragen kommen, ich weiß doch, ich spüre doch, dass er interessiert an mir ist. Ich spüre doch, dass er mich gerade angeschaut hat. Und dann plötzlich traut er sich nicht, mich anzusprechen. Wenn ich ihn anschaue, dann schaut er sofort weg. Was ist los? Ja, und das kann schon ziemlich erdrückend sein, wenn du das Interesse der Männer spürst und sie sich nicht trauen, dich anzusprechen. Doch was tun in diesem Fall? Nun, du musst wissen, dass du die Emotionen eines Mannes steuern kannst. Du hast die Macht darüber, was der Mann fühlt dir gegenüber, wenn er dich sieht. Angenommen, ich als Mann gehe durch die Straßen. Ja, ich bin in meinem eigenen Film, ich habe meine Vorstellung so, ich muss gleich eine Hose kaufen, gleich muss ich noch ein Hemd kaufen, dann muss ich mir noch Schuhe kaufen, um 6 Uhr habe ich dann einen Termin, um 8 Uhr habe ich den nächsten Termin und morgen habe ich eine ganz wichtige Besprechung. Ich bin die ganze Zeit in meinem Kopf. Frauen sortiere ich aus. Frauen, die nicht sofort auf Anhieb dieses Wow, was für eine Frau in mir auslösen, sie werden aussortiert wie Plakate, an denen ich vorbeigehe. So, interessant, süß, aber in der nächsten Sekunde habe ich sie schon längst vergessen. Wenn du willst, dass du, wenn ein Mann dich sieht, also wenn ein richtiger, erfolgreicher, wertvoller Mann dich sieht, wenn du ihn dazu bringen willst, dass er alle anderen Frauen direkt ausblendet, dass er all seinen Alltagsfilm in seinem Kopf direkt ausblendet, ja, so alles wird dunkel und nur noch ein Strahl kommt von oben, so ein Lichtstrahl auf dich, Engelsgesänge, ja, irgendwelche Vögelchen, die um seinen Kopf schwirren. Und er kann nur noch, wow, an dich denken und an Mittel und Wege, wie er dich erobern kann. Dann wirst du dieses Video lieben, denn am Ende dieses Videos werde ich dir 3 Techniken geben, wie du das Bewusstsein eines Mannes catchen kannst und ihn dazu bringen kannst, dich anzusprechen. Legen wir los. Zunächst einmal, warum reagieren Männer nicht auf Frauen? Selbst wenn sie total toll aussehen, sei es auf der Straße, sei es beim Einkaufen, sei es auf der Arbeit, sei es irgendwo, wenn du ausgehst, in der Bar zum Beispiel oder auf Partys. Nun, abweisendes Verhalten. Abweisendes Verhalten von Frauen ist für uns gleichzusetzen mit Stress. Wenn du also ein Gesicht hast wie eine uneinnehmbare Festung, so grimmige Gesichtszüge, dann schaltest du im Unterbewusstsein eines Mannes bestimmte Mechanismen ein, die für Stress sorgen. Denn du musst wissen, wir Männer, ja, so ganz unter uns, verrat das bitte nicht weiter. Wir Männer wurden von unseren Müttern erzogen. Und unsere Mütter, um uns zu erziehen, um uns richtiges oder gewünschtes Verhalten beizubringen und ungewünschtes Verhalten wegzudressieren, reagierten unsere Mütter auf gewünschtes Verhalten mit "Oh, du bist ja so ein lieber Junge" mit Zuneigung und auf ungewünschtes Verhalten mit Ablehnung, mit so grimmigen Zügen, schau mal, was du gemacht hast, ja. Und wenn wir das sehen in einer Frau, ja, diese grimmigen Züge, dann, dann fühlen wir Stress. Dann fühlen wir, wir haben was falsch gemacht. Wir fühlen das unterbewusst. Ja, wir wissen, wir haben nichts falsch gemacht. Aber dieses Gefühl der Verkrampfung, das können wir nicht steuern. Das wird unterbewusst ausgelöst. Durch dieses abweisende Verhalten der Frau. Dieses "Oh". Warum machen Frauen das? Nun, zuallererst, weil sie es gelernt haben. Sie haben sich irgendwo abgeschaut. Dieses Verhalten, ja, sei es durch ihre Mutter, sei es durch ihre Freundinnen, sei es durch die Medien, wo auch immer. Ja, wir lernen Verhalten, wir machen es nach. Zweitens natürlich, weil du glaubst oder jemand hat dir beigebracht, dass du deinen Wert steigerst, wenn du
Wenn du so total cool durch die Straßen gehst und so total emotionslos. Ja, diese Emotionslosigkeit, diese emotionale Kälte, die viele Frauen ausstrahlen, wenn du durch die Stadt gehst und du wirst sehen, die allermeisten Frauen strahlen mit ihrem Anblick emotionale Kälte aus. Das ist das, was uns Männer erschaudern lässt. Und selbst auf irgendwelchen Partys, selbst in irgendwelchen Bars, selbst da strahlen Frauen ja oft sehr oft Kälte aus. Ja, ich stelle mir vor, so ich als Mann stehe irgendwo an der Bar und warte auf meine Kumpels, die jeden Augenblick ankommen müssen. Und ich sehe so die heißeste Frau der Bar irgendwo dort, ja nicht weit von mir entfernt. Sie wartet ebenfalls auf jemanden. Und sie ist umwerfend, ja, sie ist total süß, sie hat ein süßes Gesicht, sie hat unglaublich lange Beine, sie hat tolle Haare, sie ist gut geschminkt, aber sie ist so emotional völlig kalt und sie schaut mich nicht an. Und ich denke mir, oh, sie ist total süß, aber das Gefühl, das ich bekomme, wenn ich darüber nachdenke, dass ich sie anspreche, das ist keine Freude. Das ist nicht das Verlangen, mit ihr zu sprechen. Das ist viel mehr Stress. Und so bevor ich sie anspreche und mir einen derben Korb abhole, weil ich habe ja so ein Taschenrechner in meinem Kopf, ich stelle mir vor, ich gehe hin, sie ist in diesem alles fuck mich ab Zustand. Ich spreche sie an und welche Reaktion bekomme ich wohl? Selbstverständlich entweder ein Korb oder eine Abweisung oder was auch immer, also etwas, was mich schlecht fühlen lässt. Und dieses schlechte Gefühl will ich vermeiden. Deswegen, das sind unterbewusste Prozesse, die in uns in Sekunden ablaufen. Und ich bemerke, die ist total toll, aber hey, sie lächelt mich an oder zumindest schaut sie so ein bisschen an mir vorbei. Aber sie ist offen. Ja, und sie... Sie steht vielleicht auch allein da gerade oder mit ihrer Freundin, die auch sympathisch ist. Ich spreche sie mal an und frage sie, wo hier die Bibliothek ist. Oder ja, sage, hey, ich bin Sergej, wie heißt ihr? Und also Männer würden viel lieber eine Frau ansprechen, die nicht so toll aussieht, aber die offen ist, als eine, wow, Wahnsinnsfrau, die abweisend ist. Ja, und das ist das Problem von vielen total gut aussehenden Frauen. Sie sagen mir sehr oft, dass sie einsam sind, weil sie nicht angesprochen werden. Ja? Ihre Freundinnen werden oft angesprochen, sie selbst nicht. Warum? Naja, das ist die Abweisung. Was kannst du also machen? Du kannst, natürlich solltest du nicht die ganze Zeit mit so einem oh, wer will mich? Na, wer will mich? Nimmt mich! Durch die Stadt laufen, das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck. Ja? Und so solltest du natürlich auch nicht irgendwo in der Bar stehen. Aber wenn du einen Mann siehst, der dir gefällt, dann solltest du ihn provozieren, die richtigen Gefühle dir gegenüber zu empfinden und nicht die unerwünschten. Ja, die unerwünschten Gefühle, das sind selbstverständlich so dieser Stress, den diese Abweisung auslöst, die er sich vorstellt. Männer reagieren unterbewusst darauf und wie gesagt, wir haben so einen kleinen Schalter in uns. Ja? Stress? Verlangen. Stress, Verlangen. Entweder, wenn wir eine Frau sehen, fühlen wir Stress, so alles in uns verkrampft sich, oder wir bekommen ein unglaubliches Verlangen, gegen das wir uns nicht wehren können, diese Frau anzusprechen, ihren Namen zu erfahren, so ihre Stimme zu hören, so wow, ja, ich möchte eins mit dieser Frau sein, ich möchte schauen, wer das ist, ja, was das für ein Engel ist, den ich da gerade sehe. Und du bestimmst, welche Emotionen der Mann fühlt.